Ja, ich habe wieder ein Video zu unserem ATC-Tausch. Diesmal war das Thema Trauer. Ein Thema, mit dem sich nicht jeder anfreunden konnte und wollte, ist auch völlig in Ordnung. Ich sage es ja immer wieder, wenn euch das Thema nicht passt, euch nichts einfällt, ihr nicht so wirklich die Zeit dazu findet, dann setzt einfach mal aus und macht dann im nächsten Monat gerne wieder mit. Das ist doch wirklich kein Problem. Ja, das Thema war auch nicht von mir, ne? Ihr wisst, ich habe ja hier meine Losbox und da wird dann jeden Monat fleißig ausgelost. Da sind eure Themen drin, was ihr euch gewünscht habt. Und das wird dann so abgearbeitet, ne? Ja, dennoch habe ich viele Zusendungen bekommen mit echt ganz tollen Ideen und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Vorab möchte ich noch sagen, weil ich immer noch ein paar Nachrichten bekomme. Es wird nicht mehr jeden Monat ein Video zu diesem ATC-Tausch geben. Dafür habe ich alternativ eine Facebook-Gruppe eröffnet, in der ihr gerne eure Werke einstellen könnt, wenn ihr sie denn trotzdem zeigen wollt. Und ja, wer da nicht mit posten möchte oder da drin sein möchte, ist das auch völlig in Ordnung. Ihr könnt trotzdem weiter mittauschen. Ihr müsst dann halt irgendwie auf anderen Wegen ja, das neue Thema erfragen, was jetzt auch, glaube ich, nicht so schwer ist. Man erreicht mich, glaube ich, doch sehr gut. Ja, ansonsten die Facebook-Gruppe, die wird wirklich super angenommen. Alle sind da gut dabei und verstehen sich. So ist auf jeden Fall das, was ich mitbekomme. Und ja, das freut mich total. Und wer dann noch dazu kommen möchte, kann dies gerne tun. Ich werde euch die Gruppe unten mal verlinken. Ja, so, genug geschnattert. Ich werde jetzt die tollen ATCs zeigen. Also wirklich wieder so schöne Umsetzung. Ihr habt so tolle Ideen. Ich bin absolut begeistert. Und ja, ich schieße jetzt auch los. So, hier habe ich meine ATCs. Ja, schwarz-weiß, ganz schlicht. Ja, das ist irgendwie für mich so eine typische Trauerkarte. Und ich weiß nicht. Ist irgendwie sofort in meinen Kopf gewesen, das so zu machen. Ihr werdet aber auch gleich noch andere Beispiele sehen und die sagen einfach, dass es definitiv nicht immer schwarz-weiß sein muss. Also wirklich so tolle Umsetzung. Ja, ich habe hier noch gar keinen Titel für meine ATCs. Ich denke mal, ich werde einfach diesen Stempel benutzen und somit habe ich es dann auf jeden Fall passend. So, als nächstes habe ich dann die Karten von der Angela. Ihr Titel ist Zum Abschied, auch wie ihr Stempel. Und hat sie auch wirklich toll umgesetzt. Also auch mit dem Braun, dass sie das damit reingenommen hat. Es passt einfach wirklich wunderbar dazu. Gefällt mir wirklich sehr gut. Aber mir gefallen wieder alle ATCs. Also wirklich jeder bastelt einfach so auf seine Art und Weise. Und mir gefallen einfach alle Ideen. Und ja, ich bin begeistert. Dann kommt jetzt eine wirklich schöne Idee von der Carmen. Die hat hier einen Regenbogen verwendet. Also wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich finde das so schön. Ihr Titel dazu ist Auf die andere Seite gehen. Und ich bin begeistert. Das gefällt mir total. Ist irgendwie total modern, aber auch total passend zum Thema Trauer. Echt schön. Dann habe ich die Karten von der Silke. Und Silke hat wieder Vollgas gegeben. Die hat gleich zwei Serien daraus gemacht. Ist aber immer noch im Bereich der 8 Karten geblieben. Ja, finde ich in Ordnung. Serie 1 ist Anteilnahme, Serie 2 ist so allein und hier mit Federn kombiniert, was absolut passend ist. Finde ich richtig toll. Dann habe ich die nächsten Karten von der Helga. Sie hat hier eine Stanze verwendet mit einer Katze. Spruch dazu, Hintergrund und fertig ist eine ATC-Karte. Ja, ihr Titel dazu ist auch Trauer. Das passt ja natürlich sehr gut. Ah, das Weiß sieht man jetzt. Fängt meine Kamera immer so schlecht ein, aber ich glaube, man kann das gut erkennen, ne? Ja, das sind die von der ersten Helga. Es sind zwei dabei, so wie ich das gesehen habe. So, dann kommen als nächstes die Karten von der Silvia mit dem Titel Anteilnahme. Auch echt schön. Schöner Hintergrund gewählt und dann auch ausgestanzt. Spruch dazu und fertig ist eine ATC. So, dann habe ich die Karten hier von der Heidi. Ihr Titel ist Lilie, eine wunderschöne Blume. Ich
finde die total schön. Ich mag den Geruch zwar nicht so gerne, aber sie ist einfach wunderschön. Dann habe ich die Karten von der Silke. Und auch sie hat sich für eine Feder entschieden. Ihr Titel dazu ist Still. Passt natürlich auch. Schön gemacht. Auch die Steinchen passen total gut dazu, wie ich finde. Dann habe ich hier die Karten von Claudia. Ja, da natürlich einen Engel mit zu verbinden, haben ein paar gemacht von euch. Bin ich auch überhaupt gar nicht drauf gekommen. Obwohl ich so schöne Stempel mit Engel habe, aber irgendwie, ja, ging das total an mir vorbei. So ist das manchmal, ne? Auch echt schön. Dann habe ich hier Stiller Abschied von Angelika. Und Angelika hat hier mit Siegelwachs gearbeitet. Also wirklich total schön. Auch die Farben, das passt einfach so schön zusammen. Also wie gesagt, es muss nicht immer schwarz-weiß sein. Also richtig, richtig toll. Die Rose im Siegelwachs. Echt schön. Dann kommt jetzt noch mehr Farbe von der Ramona. Und ihr Titel ist Sternenkind. Also so passend einfach dieser Titel zu diesen Karten. Richtig, richtig schön. Gefällt mir total. Hier habe ich jetzt die Karten von der Manuela. Und ich komme mal direkt ein bisschen höher, damit man das alles gut sehen kann. Hier ist viel zu entdecken. Mit der Schleife bzw. mit dem Band finde ich total schön, das zu bestempeln. Geniale Idee und absolut passend. Also richtig, richtig schön. Dann das Herz noch dazu. Ganz tolle Idee. So, dann habe ich hier die Karten von der Doro. Ganz schlicht, schwarz-weiß. Richtig, richtig toll. Schwarzer Streifen dazu. Ja, so kenne ich das auch von Trauerkarten, die man so kaufen kann. Ja, ist echt schön. Ja, dann habe ich hier als nächstes die Karten von Marion. Und Marion und ich hatten scheinbar denselben Gedanken. Haben dasselbe Stempelset verwendet. Und dann ist klar, dass da irgendwie ähnliche Karten draus entstehen. Ich halte mal meine gerade nochmal daneben. Also es ist ähnlich, aber doch noch ein Unterschied, ne? Ja, so ist das, ne? So kann das gehen. Also ich habe vorher nicht in eure Briefe geguckt. Ich habe die tatsächlich erst heute auf den Sonntag aufgemacht. Weil, ja, ihr wisst ja, ne? Ich guck da vorher nicht rein, weil mich das dann sonst wirklich in meiner eigenen Kreativität beeinträchtigt. Und das möchte ich natürlich nicht. So, hier habe ich jetzt die Karten von der Daniela. Auch total schön mit der schwarzen Schleife dann noch. Das rundet das Ganze nochmal richtig schön ab. Und von der Daniela gibt es auch noch ein Goodie. Und zwar heißer Hugo. Könnt ihr euch drauf freuen? Ja, es geht irgendwie jetzt wieder los mit Tee, ne? Ich habe jetzt schon echt viel Tee geschenkt bekommen, obwohl es die Woche ja noch mal richtig, richtig schön warm werden soll, jedenfalls bei uns. Ich bin gespannt, was da so kommt. Hier kommen jetzt die Karten von der Marie-Louise. Und ja, hier hat sie ausgeschnitten oder ausgestanzt und dann da unter die Lilie gesetzt. Also auch echt toll. Und dann noch ein bisschen Washi-Tape rübergeklebt und zack, fertig ist eine Karte. So, dann kommt jetzt die zweite Helga mit dem Titel Mein bester Freund. Und ja, das ist echt auch total vielsagend, dieses Bild. Ist auch echt schön. Und mal wieder nicht schwarz-weiß. Dann kommt jetzt die erste Gabi. Und ja, Gabi, das ist total schön. Hat hier aktuell mit meinem Lieblingston gearbeitet. Ja, gefällt mir total. Ne, Herzchen noch da drauf, ein paar Steinchen. Finde ich total schön. So, hier kommen die Karten von Andrea.
so schlicht und so schön. Also dieses goldene Band noch dazu. Ich finde, das macht so viel her. Seht ihr jetzt gar nicht doch so, ne? Also ganz toll. Die Blätter dazu. Es passt einfach. So, dann kommt auch schon die zweite Gabi vom Kanal Gabis Hobby-Ecke. Und Gabi, ich bin überrascht, dass du auch Schwarz-Weiß besitzt. Gabi ist sonst immer in Richtung Vintage unterwegs. Brauntöne. Ja, und jetzt mal Schwarz-Weiß. Mal was anderes, ne? Ja, total schön mit dem embossten Hintergrund und dann nochmal mit Inka-Gold drüber. Ja, total die schöne Idee. Dann kommt noch eine Marion. Und Marion hat hier mit Spitze gearbeitet, was ich auch total schön finde. Da fällt mir ein, ich habe gar keine schwarze Spitze. Ich muss mal einkaufen, weil das passt ja wirklich wunderbar dazu. Richtig schön. Dann kommt jetzt auch wieder ein bisschen mehr Farbe von der Maike mit dem Titel Trost. Auch echt total schön. Unten ein ganz toller Spruch dabei. Ich komme mal ein bisschen höher. Ne? Echt schön. Dann habe ich hier die Karten von der Sabine. Ihr Titel ist Ohne Worte. Und Schmetterlinge passen natürlich auch echt total gut dazu. Hier hat sie auch den Hintergrund so schön embossed. Hier seht ihr das, glaube ich, ganz gut. Sieht echt toll aus. Und in der Mitte dann nochmal den Spruch: Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Sterne der Erinnerung. Das ist echt ein ganz toller Spruch. Ja, sehr schön. Dann kommt wieder ein bisschen mehr Farbe von der Uli. Auch total schön und auch so schöne Sprüche. Sowas besitze ich alles gar nicht. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass ich eher wenig in dieser Richtung bastel. Echt schön. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende. Die letzten Karten kommen von Wiebke. Und das sind dann einmal diese hier. Ja, ihr Lieben, das waren sie, eure ganzen schönen Karten. Also wirklich klasse, dass ihr wieder so kreativ dabei seid. Ja, gar nicht lang schnacken. Ich mache gleich weiter mit dem nächsten Thema. Also wie gesagt, ihr könnt gerne noch Themen vorschlagen, die hier mit reinkommen. Und dann lose ich aus und dann ist vielleicht euer Thema schon das nächste. Ja, ich bin gespannt, was es diesmal sein wird. Ich nehme mal direkt diesen hier. Und da haben wir das Thema Ton in Ton. Na, da bin ich ja mal gespannt, was ihr daraus macht. Also das kann schön werden. Also ich. Klar, es wird schön. Wenn ihr da mitbastelt, wird es auf jeden Fall schön. Ihr habt so geniale Ideen. Und ich bin gespannt, was es wird. Ton in Ton. Ja, ihr Lieben, dann sage ich jetzt erstmal Tschüss. Wir lesen uns in den Kommentaren oder hören uns in der Facebook-Gruppe. Und dann bis zum nächsten Mal.